Long Story Short, der Buchpodcast mit Carla Paul und Günther Keil. Vier Buchtipps in jeweils 60 Sekunden mit Interviews und Insider-Infos. Ja, wie genial ist das denn? Endlich darf ich wieder mit Carla über Bücher diskutieren. Hallo und herzlich willkommen an alle Hörenden und Lesenden, aber vor allem natürlich an Carla in Hamburg. Lieber Günther, ich grüße Bayern, ich grüße dich. Es freut mich, dass wir nach der, ja... Teilweise lesereichen Sommerpause wieder zusammengefunden haben, dass wir natürlich auch, auch wenn es immer so ein bisschen passiv ist, zu unseren ähm, ZuhörerInnen wiedergefunden haben. Wir hoffen natürlich, ihr seid uns treu geblieben. Vielleicht sind auch neue in der Zwischenzeit dazugekommen. Dann herzlich willkommen an dieser Stelle. Und wir haben natürlich für euch auch heute wieder richtig gute Bücher mitgebracht. Das stimmt, du und Carla, bevor wir loslegen, ich brauche, glaube ich, deine Hilfe. Ich brauche einen Tipp. Ich brauche eine Lösung für so ein kleines Dilemma, in das ich gerutscht bin in den letzten Wochen. Und zwar geht es um Folgendes. Vor zwei, drei Wochen noch habe ich gedacht, wird ein super entspannter Literaturherbst. Ich habe so die erste Folge, die wir ja jetzt gerade moderieren, vorbereitet. Und alles wirkte so wirklich handelbar. Und dann, dann kam die Mega-Welle an neuen Büchern, tollen Büchern, wahnsinnig tolle Autorinnen. Und ich habe gedacht, wie, wie soll ich das schaffen? Wie soll ich das alles in Long Story Short, in meine anderen Projekte bringen? Es ist zu viel. Es sind zu viele tolle... Wirklich geniale Bücher. Was mache ich jetzt? Kannst du mir weiterhelfen? <laughs> ja, das tut mir natürlich leid. Also wenn das aktuell dein größtes Problem ist, lieber Günther, dass es so viele ja. gute Bücher gibt, ist, glaube ich, auch ein schöner Lebenszustand. Aber ich kann nicht total nachvollziehen und vielleicht auch viele. Also ich, ich weiß ja, dass auch einige zuhören, die auch hauptberuflich im Literaturbereich beschäftigt sind, zum Beispiel viele Buchhändlerinnen. Liebe Grüße an dieser Stelle. Und die, die werden das ja kennen. Und man rennt ja eigentlich... Sozusagen den neue Erscheinungen trotzdem immer immer hinterher. Und ähm, wenn die ersten Vorschauen rauskommt und dann sieht man vielleicht so zwei, drei Bücher, die man gut findet, dann sind es vier, fünf und auf einmal hat man die Liste volle und es sind irgendwie 40, 50. Und auch, auch das sind ja nur, nur ein Bruchteil davon. Ich kenne das auch und tatsächlich, also ich hatte auch mir die Liste für, ähm, für den Herbst hier zusammengestellt und die ist, ist wirklich lang. Und das sind so viele. Viele gute Romane dabei. Müssen wir auch mal gucken, dass wir uns nicht doppeln. Wir haben ja mhm. manchmal auch einen recht ähnlichen Geschmack. Hast du denn schon besondere Empfehlungen rausgesucht? Abgesehen von denen, die wir ja gleich auch in der Folge haben und in der nächsten Folge haben werden. Genau, sage ich gleich noch mal ein paar. Theresia Mora hat einen neuen Roman. Der stand ja auch auf der Longlist für den Buchpreis. Stephen King, Ferdinand von Schirach, Karin Smirnoff, Christoph Peters, Scherko Fatah. Also alles Leute, auf die ich mich sehr, sehr freue. Und vielleicht auch noch zwei Hörbücher. Von denen ich auch dachte, Mensch, die müsste ich eigentlich auch noch in Long Story Short packen. Wladimir Kamina hat ein neues draußen und Monika Helfer. Ah, also, Monika Helfer, ja. ja. Sehr, <laughs> genau. sehr gut. Ja, ich habe auch, und wir sprechen ja jetzt nur über, über Penguin Random House Verlagsgruppe. Also meine Liste, glaube ich, sind aktuell insgesamt so nur für die nächsten acht bis zehn Wochen, glaube ich, schon so 30 Bücher insgesamt. Mhm. Aber jetzt auch mal so Highlights würde ich sagen, ist auf jeden Fall Annie Proulx. Also kennt mhm. man ja von, von Schiffsmeldungen schon eine ganze Weile her, auch die große Verfilmung. Dann hat sie aus Hartem Holz veröffentlicht, das ist auch schon einige Jahre her, eine der größten, bekanntesten Schriftstellerinnen aus Kanada. Und da kommt am, am 11. Oktober bei Luchterhand Moorland. Freue ich mich sehr. Hoffe ich auch, dass ich das hier nochmal bespreche an dieser Stelle. Zudem auch Naomi Alderman, kennen wir von Die Gabel. Da kommt am 15. November bei Heine The Future von Clarice Lispector kommt, wofür ich mein Leben gebe. Das ist eine brasilianische Schriftstellerin, die inzwischen schon verstorben ist, aber jetzt in Deutschland durch, durch Übersetzungen und Empfehlungen hier wieder oder hier bekannt wird, kommt am, am 1. November bei Penguin. Es kommen auch viele, finde ich, viele tolle Bücher endlich im Taschenbuch. Das, das ist ja auch was, wo wir immer ein bisschen darauf achten, dass es auch die, die gute Literatur, wenn die dann für 10, 15 Euro weniger zu haben ist, ähm, kann man die vielleicht schnell auch für sich selber als Geschenk oder für andere auch noch mal einpacken. Engineer, Dörr zum Beispiel, Wolkenkucksland, 13. November hm. bei BTB. Ja, wunderbares Buch. Christine Wilkau, nebenan, kommt auch als Taschenbuch, 13.12. Judith Taschler. Über Karl reden wir morgen, kommt dann bei Goldmann Mitte Oktober, Katrin Bursex unter dem Schnee, bei Heine, Gerd Loschütz, auch fantastischer Autor eigentlich aus unabhängigen Verlagen, Besichtigung eines Unglücks, auch bei BTB, 13.12. Also könnte ich jetzt, ich könnte jetzt auch locker irgendwie eine halbe Stunde noch so, so weitermachen. Das sind natürlich mhm. erstmal nur, nur Bücher, die wir so für uns notiert haben, äh, die wir teilweise eben noch, noch nicht gelesen haben, weil wir die Fahnen noch nicht haben. Aber da kommt ganz viel und also wahrscheinlich ist es das, was du ja auch ansprichst. Ich schwanke auch immer so ein bisschen zwischen Vorfreude und Stress, <laughs> genau. weil ich weiß, also kann man gar nicht schaffen. Aber auf der anderen Seite, also was für ein was für ein wunderschönes Problem, das am Ende des Tages ja auch ist, dass man immer und durchs, durchs Digitale ja eh, also dass man immer, egal wo man ist, Zugriff hat auf so fantastische Literatur und wir ja noch das große Glück meistens auch noch deutlich vor, vor erscheinen. Also inzwischen kann ich das für mich glücklicherweise ähm, als großes Geschenk betrachten. Absolut, geht mir genauso. Es ist ein großes Privileg. Und ich glaube, wie du schon angedeutet hast zu Beginn, wir haben diesmal auch eine sehr unterschiedliche, gegensätzliche, spannende Mischung. Ich lege gleich mal los mit dem ersten Zitat. Ich wusste, was es bedeutete, einen Fuß in den Schattenkegel zu setzen. Ich wusste, dass man sich so schnell wie möglich daraus zurückziehen musste. Aber dann? Was passierte mit denen, die nicht Halt machten oder Halt machen konnten? Darüber wusste ich nichts. Was war mit denen, die vom Schatten verschluckt die Stufen weiter hinabstiegen? Das klingt mysteriös. Krimis, vielleicht sogar Horror. Mir gefällt das Wort Schattenkegel sehr, sehr gut, muss ich sagen. Von welchem Schatten da die Rede ist ähm, und ja, in welche dunklen Welten du uns da mitnimmst, ich bin sehr gespannt. Ich auch. Und der Schattenkegel, du hast recht, der hat mich auch sehr fasziniert. Hier sind 60 Sekunden Long Story Short für Die Stadt der Lebenden von Nicola Lagioia, erschienen bei BTB, übersetzt von Verena von Koskul. Schönheit, Gewalt, Geschichte, Freiheit und Korruption. Das alles macht Rom aus, die ebenso faszinierende wie verkommene Weltstadt. Und dieser außergewöhnliche Roman zeigt Rom so realistisch, dass es wehtut. Kern des Plots ist ein echter Mord, der 2016 ganz Italien geschockt hat. Zwei junge Männer aus gutem Hause quälten damals einen dritten stundenlang zu Tode. Alle drei waren zugekokst und besoffen und dennoch blieb die Frage, wie konnte es nur zu dieser bestialischen Tat kommen? Nicola Lagioia hat als Reporter nach Antworten gesucht. Er hat Gerichtsakten gesichtet, psychologische Gutachten, Abhörprotokolle, Zeugenaussagen. Er hat mit Nachbarn, Familienmitgliedern, Geschäftspartnerinnen und Schulfreunden von den Tätern und dem Opfer gesprochen. Seine Reportagen über den Mord waren für die Aufarbeitung des Falles von entscheidender Bedeutung. Jetzt gibt er auch in seinem Buch Einblicke in diese Erforschung des menschlichen Bösen. Bei seinen Recherchen streift Lagioia durch Rom. Er beschreibt die verschiedenen Viertel, trifft auf enttäuschte Erwartungen, sexuelle Verwirrung, Entfremdung, Größenwahn und Orientierungslosigkeit. Eine faszinierende Gratwanderung zwischen True Crime, investigativen Journalismus und spannender Belletristik das klingt wirklich sehr, sehr spannend, aber eben auch, auch informativ. für mich dann immer nicht so ganz klar zu unterscheiden und für die meisten lesenden ja auch nicht. also wie gelingt ihm da dieser spagat auf der einen seite ähm, natürlich so was ist die fiktion, was, was sind die tatsächlichen fakten, die er ja auch ermittelt hat, erfindet er dann da auch was, was, was dazu, dann ist es ein roman, in dem fall ansonsten wäre es ja auch ein sachbuch, also wo zieht er da die grenze? Ich fand den Einstieg gleich völlig überzeugend. Da hat er so eine Sprache, die mich richtig reingezogen hat, eine sehr klare, souveräne, aber auch literarische Sprache. Also man merkt, dass er nicht nur Fakten rüberbringen will. Und dann springt er, genau wie du gesagt hast, hat er dann auch eigentlich eine packende Rekonstruktion in das Buch reingepackt, eine Dokumentation, es werden teilweise Gerichtsakten, Gutachten, Urteile zitiert oder auch mal so Chatverläufe wiedergegeben und dann kommt wieder so sein erzählendes, romanhaftes, was er auch wirklich sehr sehr gut beherrscht. Also ich fand es eben eine unglaublich gute Mischung und die hat auch dafür gesorgt, dass ich mir dachte, okay, in diesem Fall True Crime mal ganz anders. Vielleicht hochwertiger, vielleicht noch abwechslungsreicher. Also mich hat das völlig überzeugt gegen meine sonstigen Lesegewohnheiten. Gegen deine sonstigen Gewohnheiten. Das heißt, eigentlich stehst du nicht auf diesen riesigen Hype true Crime. Nee, kann man, kann man so sagen, nicht mehr. Ich fand das vor einigen Jahren ganz toll. Und natürlich gibt es einzelne Bücher, die ich nach wie vor herausragend finde. Nee, aber es ist nicht so, dass ich bewusst danach greife. Also das ist jetzt nicht so eins meiner Lieblingsgenres. Ich finde es auch mal. Ganz schwierig zu entscheiden, weil auf der einen Seite ist es natürlich immer faszinierend zu sehen, wie sozusagen so die, die, die Ermittlungen verlaufen. Wie sieht das in der Realität tatsächlich aus, wenn wir nicht einfach über einen erfundenen Krimi sprechen? Ähm, es ist auch sehr, sehr interessant zu sehen, warum kam es denn eigentlich zu so einer Tat? Auf der anderen Seite habe ich auch immer so ein bisschen Bauchschmerzen, wenn einfach auf, auf die Kosten von Opfern, also wenn da, wenn da so eine Ausbeutung stattfindet und wenn da Geld verdient wird, wenn das ausgeschlachtet wird, ganz, ganz schwierig, das, das wertschätzend zu machen. In diesem Fall Klingt's ja aber ähm, danach, dass er da auch tatsächlich einfach einen großen eigenen, vielleicht sogar biografischen Bezug dazu hat. Genau so ist es und das hat mich auch überzeugt. Er ist eben ein renommierter Journalist, wurde in Bari geboren, ging dann nach Rom, hat übrigens auch mal den wichtigsten italienischen Literaturpreis, den Premio Strega bekommen und er ist Leiter der italienischen Buchmesse in Turin. Und weil du fragst nach dem biografischen Bezug, genau, da gibt es auch ein Kapitel, das ich völlig gebannt gelesen habe. Da beschreibt er selbst seine Jugend in einem Dorf in Apulien und die Scham, die er Jahre, Jahrzehntelang empfunden hat, weil seine Familie anders war als die anderen. Also da gab es eine Scheidung, die haben nicht den Traditionen entsprochen und so ist er selbst auch in Gewalt und Alkohol abgerutscht. Er hätte selbst sogar aus Versehen mal ein Mädchen umgebracht und das fand ich wirklich beeindruckend, wie er seine eigenen Erfahrungen benutzt, um sich in diesen Fall reinzuknien und ja, sich vorzunehmen. Ich will jetzt auch wissen, warum bei denen was schiefgelaufen ist er hätte ein mädchen oder er hätte fast ein mädchen umgebracht? fast, fast, ja, es gab eine unkontrollierte situation, wo er wütend und äh, besoffen war und mit flaschen um sich geworfen hat bei einer party und nicht bedacht hat, dass eine der flaschen aus dem fenster fiel zehn stockwerke nach unten und unten ein meter vor einem mädchen, was lang spazierte, auf dem gehsteig zerschellte. Und das stimmt, das ist eben dann durchaus das Faszinierende in True Crime, dass sozusagen unsere Unschuld... Manchmal wirklich nur sich durch reines Glück, durch die Schuld der anderen unterscheidet. Dadurch, dass wir einfach nicht zu einer, zu einer falschen Zeit am falschen Ort sind. Dadurch, dass wir vielleicht eine Entscheidung dann doch richtiger getroffen haben, als andere in dem Moment eine falsche. Und, und vieles Ähnliche. Das ist ja auch eben das, was wir bei Ferdinand von Schirach oft sehen, wie schmal dieser Grat ist, ähm, wenn wir durchs Leben gehen, ob wir eben auf der Täter- oder auf der Opferseite landen. Ja, das hast du super beschrieben. Und ich glaube sogar, bei dir geht es auch gleich wieder um Täter und Opfer. Ja, völlig richtig. Auch ich habe Spannung mitgebracht. Dazu gleich ein kleiner Teaser im Zitat. Im Verborgenen agierten Menschen, meist Männer, vereinzelt auch Frauen, mit ihrer ganz eigenen Agenda von Gewalt, Gier und Macht. Und in der Konsequenz lag hier eines ihrer Opfer in seinem Blut. Die Bedeutung der Nachricht, die ihn der Padre übermittelt und die ihn das Leben gekostet hatte, ging weit über Palermo hinaus. Wissen, was ich Keller sicher. Aber wohin sie ihn noch führen würde, er konnte es nicht im entferntesten erahnen. Hm, auch das mysteriös, bis auf den Ortsnamen, den Stadtnamen nach Rom, also Palermo. Hm. Carla, da denke ich natürlich jetzt gleich an die Cosa Nostra, die sizilianische Mafia. Hat es damit was zu tun? Ein richtiger Riecher, das, da merkt man natürlich den, den äh, viellesenden. Also, ich bringe zum Herbst den Start einer neuen thriller mit. Und das ist internationales Personal. Also, bei dir war das ja sehr auf den Ort und auf das Personal begrenzt. Bei mir ist das ganz anders in diesem Fall. Es ist zudem ein sehr erfahrenes Autorenduo, aber mit ähm, ihrer ersten Reihe. Und ja, ich würde sagen, wortwörtlich vielseitige Charaktere. 60 Sekunden, long story short, Skorpion. Von Matt Basanisi und Gerd Schneider gebunden im August 2023 im Blower-Verlag erschienen auf 415 Seiten. Im Jahr 2002 gibt es drei Ereignisse. Erstens: In Palermo wird ein Priester erschossen. Zweitens: In Antwerpen stößt die Polizei auf drei Tonnen Kokain. Drittens: In Zürich begeht ein Pilot Suizid. Das hat jetzt auf den ersten Blick alles wenig miteinander zu tun. Oder etwa doch? David Keller, seines Zeichens Kommissariatsleiter bei der Schweizer Bundeskriminalpolizei, findet jedoch schnell Verbindungen. Der tote Priester, er war ein wichtiger Zeuge. Je tiefer Keller ermittelt, desto gefährlicher wird es auch für ihn. Denn es geht hier um so viel Geld, dass die internationalen Täter nicht zögern werden, auch ihn auszuschalten. Bassanisi und Schneider, sie haben hier beide einen Thriller, ja a la Don Winslow, featuring Homeland, featuring Mark Ellsberg entwickelt. Ihr Charakter David Keller ist sehr erfahren, er ist gut ausgebildet und wir bekommen mit ihm einen glaubwürdigen Eindruck von der internationalen Kriminalität. Durch schnelles Szenenwechsel und eine verständliche Sprache liest sich der Roman sehr unterhaltsam, spannend, aber Vorsicht, wer allzu früh denkt, alles durchschaut zu haben, der wird sich möglicherweise, ebenso wie unser Hauptermittler, lebensgefährlich irren. Oh, lebensgefährlich irren sogar als Leser. Oh, also weiß ich nicht, ich wollte gerade sagen, das könnte was für mich sein, aber wenn ich da in Lebensgefahr <laughs> gerate. Du hast ja gesagt, sehr filmisch, fast schon Hollywood-Thriller, hatte ich auch so das Gefühl, wie du es beschrieben hast. Würdest du sagen, in der Hauptrolle würde dann passen, so vielleicht ein junger Matt Damon oder Tom Cruise? Ja, also man, man merkt es das schon, dass, dass Gerd Schneider, der ist, ist ja tatsächlich Regisseur, also der hat schon einige Filme gedreht und der weiß natürlich genau, wie, wie er das umzusetzen hat, dass auch im Kopf einfach gleich sozusagen dieser Film entsteht. Und es ist sehr... Hollywood Desk, ich weiß gar nicht, ob es dieses Adjektiv gibt, Hollywood Desk geschrieben. Man, man liest sich wirklich sehr, sehr flott durch und ist aber auch gut, gut und schnell drin gefangen. Es gibt eben sehr, sehr viele internationale Tatorte, die muss man dann im Kopf zusammenbringen, wird auch immer gut erklärt. Aber da hat man schon das Gefühl, also das könnte, das könnte auch eine ganz, ganz große Verfilmung werden. Und Tom Cruise hat sich ja gut gehalten, der springt ja auch gern von Gebäuden, könnte ich mir schon vorstellen. Aber Vielleicht sind es dann doch eher 10, 10, 15 Jahre weniger, aber in die Richtung geht es tatsächlich. Das ist ja ein Autoren-Duo. Wie ist das? Welchen Part hat sein Kollege übernommen? Genau, also hatte ich schon gesagt, Gerd Schneider ist der Regisseur. Dann gibt es noch Matt, eigentlich Matthias Basanisi. Der ist ähm, selber ehemaliger Polizist und Kriminologe. Der hat für die Schweizer Bundespolizei gearbeitet und der bringt also die Fakten sozusagen mit, mit ins Spiel. Schneider ist dementsprechend für die Erzählung und Basanisi dann für die Ermittlung zuständig. Und weil ich das auch sehr, sehr spannend finde und, und wissen wollte, wie es eigentlich zu dieser Form der Zusammenarbeit kam, habe ich die beiden einfach selbst gefragt. Ich war zu Gast in Rom bei einem Symposium und hatte mir ein Airbnb gebucht und Matthias war super Host und äh, das war um die Ecke des Vatikans, wo das äh, Symposium stattfand. Ja. Und da haben wir uns dann kennengelernt, abends was Essen gegangen und dann haben wir einfach ganz viel geredet, gut gegessen, getrunken und entdeckt, dass wir einfach ein großes Fable für spannende Geschichten haben und unseren jeweiligen Background auch kennengelernt. Und das war so die Initialzündung. Ja, ohne irgendwelche Hintergedanken, ne? Also. Genau und die idee war also matt hat sich schon länger mit dieser idee rumgetragen aber es ist jetzt nicht so dass matt die fakten liefert und ich das dann einfach aufschreibe sondern ganz im gegenteil also matthias hat schon angefangen zu schreiben und dann bin ich einfach dazugestoßen vor allen dingen in der dramaturgischen arbeit und so haben wir diesen roman entwickelt. wie können wir uns denn eigentlich dieses gemeinsame entwickeln und schreiben genau vorstellen? sie sind ja meist durch die jeweiligen hauptjobs auch räumlich getrennt. Was fand zusammen statt? Wo haben Sie sich abgewechselt? Und wer hatte dann in welchem Bereich die letzte Entscheidung? Also Matthias legt vor, wie gesagt, ich redigiere dann, dann schreibe ich ein paar Sachen, die er dann redigiert. Also es geht hin und her. Und es ist tatsächlich eine ziemlich eine Aufteilung, die so Pari-Pari ist. Und gar nicht so, einer erzählt was und der andere schreibt es auf, sondern das machen wir tatsächlich gemeinsam. Ja. Also die Entwicklung besteht vor allen Dingen im Plotten. Dass wir also erstmal die Geschichte dramaturgisch vorantreiben. Und das machen wir tatsächlich meist gemeinsam an einem Ort, oft in Bern, auch in Stuttgart. Oder tatsächlich gerade, wo wir jeweils sind, dann fliegt der eine zum anderen und dann hocken wir uns zusammen. Genau, und das ist vor allem die, die eigentliche Zusammenarbeit, wie man sich dann vielleicht auch fest äh, vorstellt. Da hocken wir dann an einem Tisch, privat, im Restaurant, in einer Bar, beim Spazieren am Aarehofer. Das ist dann wirklich die, die, die Geschichte, äh, die Geschichte entwickelt, auch erstmal am Anfang sich zu entscheiden, welche Geschichte wir überhaupt erzählen wollen. Und das ist tatsächlich ist es äh, unser, unser Hauptarbeitsinstrument, ist zu dem Zeitpunkt ein kleines gelbes Notizbuch. In, mhm. dass dann die Ideen einfließen, äh, wir so eine grobe Vorstellung haben und die dann sukzessive nach und nach immer weiter konkretisieren. Und vor allen Dingen in der Detailarbeit, was die schwierige Arbeit ist, wenn man so den großen Bogen runterbricht, dann mit Leben füllen und mit Inhalt füllen. Und danach geht es dann in die Kammer und jeder schreibt. In Skorpion gibt es viele internationale Verwicklungen. Also nicht nur David Keller muss bei den Ermittlungen begründet um sein eigenes Leben fürchten. Auch wir als Lesende haben ja gut zu tun. Was ich mich im Roman öfter gefragt habe, wie viel davon ist Flunkerei und wie viel beruht auf tatsächlichen Fakten? Das muss der Leser selbst wissen. <laughs> Kann man das so sagen? Ich glaube, damit kommen <laughs> wir nicht davon. Also, <laughs> äh, nee, also, die, 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 also die Figuren, die ja jeder kennt, sage mal, jeder in Anführungszeichen, die meisten kennen, das ist dem Leser genauso wie auch innerhalb des Verlags. Das ist ja klar, das muss man nicht mehr erläutern, wer Berlusconi ist wer ein Chapo ist ähm, und deren Biografien, wie wir sie beschrieben haben, äh, wo sie waren, wann sie was gemacht haben. Das sind historisch belegte Fakten, die jetzt nicht mit der eigentlichen Polizeiarbeit, die ich jetzt gemacht habe, zu tun haben. Da mag die ein oder andere Firma mal auch im Buch erscheinen, die jetzt dem, dem Leser oder der breiten Öffentlichkeit nicht bekannt sind, die aber in der Ermittlerkreisen bekannt sind. Aber ob der jetzt in dieser einen Wohnung, der Matteo Messina di zum Beispiel, äh, ob die Wohnung jetzt 20 Quadratmeter oder 30 Quadratmeter hatte, das ist dann äh, die, eine dramaturgische Entscheidung. Oder ob sie im ersten Stock oder äh, im, im Keller war. <laughs> da nehmen wir uns die Freiheit, das so zu gestalten, wie es halt für die Geschichte passt. Ja. Ja, und das hat auch einfach der, der Fortgang der Geschichte, der erfordert manchmal ein Eingreifen, ein dramaturgisches Eingreifen, weil die Realität vielleicht etwas länger gebraucht hat. Das heißt einfach, es ist mehr Zeit vergangen. Also wir haben auch einfach dramaturgisch zeitlich verkürzt zum Teil. Manchmal Figuren aufgesplittet oder zusammengefasst oder eben auch komplett fiktionale Figuren damit reingepackt, wie das eben einer Geschichte dienlich ist. Der Kern dieser Geschichte dieses Geldwäschers Guido Baumann ist Realität. Und ähm, wir brauchen da jetzt gar nicht in die Einzelheiten zu gehen, aber im Großen und Ganzen sind wesentliche Teile entsprechend dem, was vorgefallen ist. Und wir haben es halt hier und da halt äh, dramaturgisch verschärft und fiktionalisiert, einfach auch um andere Figuren zu schützen. Aber ähm, im Allgemeinen dieser Fall ist so gar nicht bekannt geworden in der Öffentlichkeit. Der ist eher was in den Ermittlerkreisen, die damit zu tun hatten, so ein, äh, ein Döniken, wie man so sagt, besonderer Natur, vor allen Dingen aufgrund der internationalen Verwicklungen. Vielen Dank für die Antworten an Gerd Schneider und Matt Basenisi. Und wer jetzt neugierig ist und Lust auf internationale Spannung bekommen hat, der Ermittler David Keller kann sicherlich tatkräftige Unterstützung gut gebrauchen. Das auf jeden Fall. Vielen Dank, Carla, für diesen Tipp und das Interview. Was ich jetzt gebrauchen kann, also ganz ehrlich, ich brauche einen Kontrast nach diesen doch harten Themen nach True Crime und einer neuen Crime-Serie. Etwas fürs Herz. Und ich habe mir wirklich bei der Überlegung für diese Folge, bei der Planung gedacht, es muss ein Ausgleich hier. Denn auch beim Lesen ist ja Balance wichtig und deswegen gibt es jetzt die physikalische Notwendigkeit der Liebe. So heißt dieser Roman, erschienen bei Goldmann. Geschrieben von Madeleine Henry, übersetzt von Angela Kohnen. 60 Sekunden, Long Story Short. Wie erzählt man eine Love Story, ohne die immer gleiche Love Story zu erzählen? Gar nicht so einfach, weil es darin schließlich immer um zwei Menschen gehen sollte, die sich finden. Es gibt sie also auch in diesem Roman. Die zwei Liebenden heißen Sophie und Jake, zwei super intelligente Studierende an der Yale University. Beide haben ehrgeizige Pläne, wollen bald Karriere machen, Sophie im Bereich Physik, Jake im Investmentbereich. Was diese Love Story allerdings besonders macht, nach den ersten Dates und einer wunderschönen gemeinsamen Zeit gibt Sophie ihre beruflichen Pläne auf und opfert sich für die Beziehung mit Jake auf. Eigentlich wollte sie wissenschaftlich die Rätsel des Universums entschlüsseln, doch nun zieht sie sich zurück und konzentriert sich auf Jake. Der ist davon gar nicht begeistert und beendet die Beziehung, weil er will, dass Sophie endlich wieder zu ihren Träumen zurückfindet. Während er zum Star in der Finanzwelt aufsteigt, unterrichtet Sophie bescheiden an der Uni, bis sie eines Tages doch noch eine bahnbrechende wissenschaftliche Beweisführung vorlegt. Liebe verändert Zeit und Raum und wahre Liebe währt ewig. Das ist wirklich ein gelungener Spätsommer- oder Herbstroman. Leicht lesbar und nachweislich romantisch. Das klingt sehr, sehr schön. Vor allen Dingen für die vielleicht schon dunkler werdenden Stunden gen Abend. Ich wäre da jetzt gar nicht drauf, drauf gekommen. Das Cover ist ja auch eher bunt und, mhm. und leicht. Wie würdest du das denn einordnen? Ist das was, wo man wirklich sagt, Zwei Stunden in der Badewanne habe ich eine schöne Zeit. Mhm. Oder geht es tatsächlich auch noch, auch noch tiefer? Also, welche Form von, von Liebesroman ist, ist das? Es ist schon eher die Tiefe der Badewanne. Also muss man, muss man ganz klar sagen, das stimmt. Und äh, nachdem ich das ja wirklich als Kontrast rausgesucht habe zu unseren harten Themen vorher, finde ich das auch völlig in Ordnung. Aber man sollte jetzt da, was die Sprache betrifft, nicht äh, irgendwelche besonderen Momente erwarten. Aber mir hat es großen Spaß gemacht. Ich habe da wirklich mit den beiden mitgefiebert und mich gefragt, hm, wie kommt jetzt der Dreh mit diesem physikalischen Beweis, dass Liebe ewig hält. Und ich fand es schön, weil so das Fazit ist eigentlich, Beziehungen sind wichtiger als Karriere. Das fand ich ein gutes Motto. Finde ich auch gut, dass wir da immer mal wieder einen Ausgleich haben, auch in den verschiedenen Genres und wir kennen das ja alle, eben auch die leichteren Romane haben bei uns ihren Platz und eben auch im, im Leben. Sag mal kurz noch, irgendwie mit Lane Henry, die der Name der Autorin sagt mir gar nichts. Hast, hast du da noch zwei, drei Sätze für uns? Gerne, also mir hat sie auch nichts gesagt. Das Interessante ist, wenn man das Buch gelesen hat. Sie spricht wirklich aus Erfahrung. Sie hat nämlich selbst in Yale studiert, Psychologie und Finanzinvestment. Also die weiß auch, wenn sie so über die Uni schreibt und was da passiert ist, was da los war. Im Original ist das Buch vor zwei Jahren erschienen. Genau, und jetzt im Taschenbuch zum ersten Mal auf Deutsch. Sehr gut. Madeleine Henry, die physikalische Notwendigkeit der Liebe. Auch ich habe natürlich wieder einen Backlist-Titel mit dabei, jetzt frisch im, im Taschenbuch erschienen. 60 Sekunden, long story short. Laura Switnia auf der Straße heißen wir anders, erschien als Taschenbuch im Goldman Verlag. Carlotta, genannt Carla, hat eine deutsche Mutter und einen armenischen Vater. Die Familie wohnt am Rande Brems in einer Hochhaussiedlung. Die Großmutter kam damals als Gastarbeiterin ins Land, aber über die damaligen Umstände und über die Hintergründe und Traumata der Migration wird eher selten gesprochen. Als die Großmutter stirbt, hinterlässt sie ihrer Enkelin einen Armreif und einen Zettel mit einem Namen darauf. Karle reist gemeinsam mit Vater Avi nach Armenien, eine Reise in die familiäre Vergangenheit und damit auch zu sich selbst. Laura Svirtnia beschreibt teilweise autobiografisch inspiriert auf mehreren Ebenen die Traumata über mehrere Generationen Flucht und Migration und auch den daraus entstehenden Wunsch nach Heimat. Eine Familie zerrissen und geprägt von einem Völkermord, fremd in einem neuen Land und damit auch stets mit sich selbst. Das könnte zu Recht eine sehr, sehr schwere Geschichte sein. Sie wird aber von der Autorin auch mit sehr viel Einfühlsamkeit und Witz erzählt. Sie steht damit für abertausende Menschen, die hier in Deutschland nach ihrer Identität suchen und einer gemeinsamen positiven Zukunft, für die es eben erst eine Aufarbeitung der Vergangenheit bedarf. Sehr, sehr spannend und Armenien ist ja sowieso gerade wieder in den Nachrichten. Carla, sonst hören wir eher selten davon. Heißt das, das war für dich Mittengrund, dieses Buch auszuwählen? Ja, also ich hab's, hab's ausgewählt. Grundsätzlich natürlich, weil es ein guter Roman ist. Aber ja, aktuell, also wir nehmen diese diese Folge Ende August auf. Aktuell gibt es noch eine, muss man sagen, tödliche Blockade bei Bergkarabach. Und das bedarf, finde ich, definitiv mehr Aufmerksamkeit oder überhaupt auch der, der, der Genozid natürlich vor 100 Jahren, ähm, der zumindest mir in, in der Schule auch nicht beigebracht wurde, obwohl es ja soweit auch nicht weg ist. Und würde ich der Autorin jetzt nicht auf Twitter folgen, schon, schon einige Zeit hätte ich ehrlich gesagt auch mit dem Umstand ähm, und mit der Gefahr, in der die Armenier jetzt auch wieder sind, hätte ich kaum was mitbekommen. Und man kann natürlich, er kann in diesem Fall, er kann Aufmerksamkeit, aber finde ich auch sehr, sehr viel Empathie schaffen für die Betroffenen. Und also wir werden jeden Tag durch die Nachrichten überhäuft mit, mit Zahlen, mit Schlagzeilen, mit irgendwelchen Fakten. Hier sind viele Menschen gestorben, da sind viele Menschen gestorben. Wenn es dann heißt, in Armenien sterben Menschen, weil sie keinen Zugang mehr haben zu, zu essen, zu, zu trinken, dann ist das erstmal nur eine Nachricht. Aber in dem Moment, wo wir natürlich in, durch einen Roman vielleicht innerlich Gesichter vor uns haben, wenn wir begreifen sozusagen die Menschen, die Charaktere dahinter, dann vielleicht weckt es dann auch einfach mehr Verständnis für die, für die Schicksale. Und von daher glaube ich, das kann was machen, aber bei mir ging es jetzt auch einfach drüber, dass ich die, die Autorin schon, schon kannte und es ist einfach ein richtig, richtig gutes Buch für mich. Ich finde diesen Effekt auch sensationell nach wie vor oder sogar immer mehr. Also mir geht es so, dass ich merke, dass Nachrichten lösen bei mir oft so eine Mischung aus, weiß ich nicht, Frustration, Aggression aus, nee. aber bei Büchern, bei Literatur. Merke ich das nie. Also, da kann ich immer empathisch sein. Da kann ich mich für ein Thema begeistern. Ähm, also, da ist der Zugang ganz anderer, so wie du beschrieben hast. Und ich finde, das funktioniert bei dem Buch auch gut. Du hast mir übrigens weg. Genau, ich wollte sagen, du, du hast ja auch, auch gelesen und ich war einfach ein bisschen, <laughs> ja, bisschen genau. schneller, äh, damit das empfehlen zu wollen. Ja, genau, das hast du mir weggeschnappt. Und dir hat vielleicht ja auch gefallen die Sprache, oder? Weil das fand ich toll, dass, obwohl es um eigentlich wieder ein hartes Thema geht, es ist relativ leicht und, man kann fast sagen, ein bisschen humorvoll erzählt. Genau, das ist, da, da ist immer noch so ein bisschen Witz drinnen, ähm, was. Was man sich vielleicht auch aneignet, einfach, also ähm, sie ist ja Journalistin, das heißt, sie kann, die Autorin kann definitiv, kann definitiv schreiben, aber das macht für mich hier auch das Besondere aus, dass das immer so wechselt. Und manchmal natürlich hat man dann auch so ein bisschen Bauchschmerzen, weil man sich denkt, das ist, da steckt so viel harte Geschichte dahinter, so viel Leid, so viel Tod, so viel Schmerz. Und, und sie schafft es trotzdem, so einen, so einen fantastischen Ton zu treffen. Für mich, also mir hat sie. Carla irgendwie so ein bisschen als Frau vorgestellt, die ich auch hier in der Nachbarschaft treffen könnte, die eine Freundin sein könnte, eine Kollegin, mit der ich ins Kino gehe oder, oder einen Kaffee trinken gehe. Und dann arbeitet sie sich aber doch eben in diese Schatten vor, die wir, die wir oft nicht sehen, die wir natürlich auch nicht sehen wollen, und, und die Vergangenheit und auch das Fehlen, also das ging mir jetzt beim Lesen wieder nahe, also dieses Fehlen von einer Heimat, diese fehlende Sicherheit, die uns ja ganz selbstverständlich Familie und Privilegien hier, hier bieten. Und ja, damit unterhält und, und informiert sie gleichzeitig. Und das ist für mich ganz, ganz klug und barmherzig gelungen und für mich auch ein sehr guter, großartiger, wichtiger Teil der deutschen aktuellen Gegenwartsliteratur. Und ein ungewöhnlicher Titel, Auf der Straße heißen wir anders. Danke, Carla, für diesen Tipp. Eigentlich, normalerweise sagen wir jetzt an dieser Stelle Tschüss, bis in zwei Wochen, aber es gibt was Neues, nämlich den Long Story Short Buchclub. Hm. Was ist das und warum gibt es das? Ich mache mal eine kurze Einleitung dazu. Es ist einiges passiert in meinem Leben. Innerhalb eines halben Jahres habe ich meine Eltern verloren und ich habe gemerkt irgendwie, hm, ich brauche wirklich Zeit. Ich will all meine anderen Projekte, also Radio, Bühne, Texte, auch noch weitermachen. Und kriege ich das vielleicht irgendwie alles unter einen Hut? Und Carla, wir beide haben ja drüber gesprochen vor ein paar Monaten. Und ich habe gesagt, gut wäre es vielleicht ein bisschen weniger zu machen diesen Herbst. Also nur einmal, long story short, mit dir zusammen. Und dann, Carla, hattest du eine Idee und um die geht es jetzt. <laughs> genau. Und. Ich habe dafür natürlich totales, totales Verständnis, wie ja auch in deinem Roman, den du vorgestellt hast, ist es bei uns beiden völlig selbstverständlich, dass das Leben sozusagen, das dass Private, Familie, Freunde und auch einfach die Zeit, die man ja auch einfach für sich selbst braucht, immer, immer vorgeht. Das wird auch überhaupt nicht überhaupt nicht diskutiert. Und ähm, ich habe da, das war für mich völlig in Ordnung, aber ich habe gedacht, Mensch, da nur eine Folge im Monat, da hatten wir auch irgendwie, dachten wir, das... Ist, ist auch ein wenig das, das Richtige. Und wir wissen ja eh schon, dass, sozusagen, dass ihr immer schon zwei Wochen ähm, als, als Pause manchmal nicht, nicht, nicht gut findet. Freut uns sehr. Also habe ich mir gedacht, <laughs> na, ähm, wenn Günther nicht dabei ist, kann ich mir denn nicht andere Gäste und Gästinnen einladen? Und tatsächlich ist das gelungen. Wir haben das Format Buchclub geschaffen. Abwechselnd zu dem Format natürlich mit Günther wird also hier sozusagen auf dem gleichen Kanal alle zwei Wochen dann der Long Story Short Buchclub kommen. Da lade ich mir einen Gast oder eine Gästin ein und spreche mit ihr oder ihm über sozusagen die Bücher ihres Lebens. Da wird eben ein Wie gehabt, ein altes, ein älteres Buch dabei sein und ein neuer Buchtipp. Und wir plaudern ein bisschen über das Lesen, über das Schreiben und wie das mit dem Leben immer so gemeinsam zusammenhängt. Da bin ich natürlich total gespannt, wer gleich in der ersten Folge in zwei Wochen bei dir dabei ist. Ja, also ich würde mich natürlich freuen. Wir probieren das jetzt einfach mal aus, wenn ihr dazu auch Feedback gebt, wenn ihr uns auch eine Chance gebt, dass sich das Format da auch ein bisschen nicht unbedingt erweitert, ergänzt, sage ich jetzt mal. Und ähm, ja, und als ersten Gast habe ich mir eingeladen den Journalisten Thilo Mischke, den ich sehr schätze natürlich für seine Reportagen. Ihr kennt ihn vielleicht aus ProSieben, Thilo Mischke macht da Undercover-Sendungen und er ist der Literatur ebenfalls sehr verbunden. Woran das liegt und welche Bücher er mitbringt, da da zu natürlich dann mehr in zwei Wochen. Sehr sehr spannend und wir beide sind dann in vier Wochen wieder mit dabei und ihr wisst, was diese Folge betrifft, die Links zu den besprochenen Büchern findet ihr in unseren Shownotes. Zu Risiken und Nebenwirkungen lest ihr mal den Klappentext oder geht doch mal wieder in eure Lieblingsbuchhandlung vor Ort. Wir freuen uns wie immer über eure Bewertungen und Feedback auf allen Plattformen sowie unseren sozialen Kanälen. Ja, und ein Riesendanke an alle, die das schon gemacht haben. Long Story Short ist eine Kooperation zwischen Carla Paul, Günther Keil und der Penguin Random House Verlagsgruppe. Happy Reading!